Anfang des Jahres 1919. Berlin ist rot. Aber die alten Feinde rüsten und schlagen zu. Doch die Morde an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden Signal und kämpferische Verpflichtung für die Arbeiterbewegung. Auf zum Kampf! Ähnlich bindende Kraft besaß das Büchsensteinlied. Arbeiter unter Führung des radikal-marxistischen Spartakusbundes wehren sich gegen das brutale Eingreifen der Reaktion, das von dem berüchtigten sozialdemokratischen Reichswehrminister Noske geleitet wurde. Der Bund hatte sich den Namen Spartakusbund gegeben, in Erinnerung an den Führer eines großen Sklavenaufstandes, der 73 vor Christi begann und erst im Jahre 71 blutig niedergeschlagen wurde. Spartakus fiel in der Schlacht. Hinter Barrikaden aus Papierrollen halten die Arbeiter Verlagsgebäude im Berliner Zeitungsviertel besetzt, als Protest gegen die militärisch organisierte Reaktion. Büchsenstein ist einer der umkämpften Verlage. Am 12. Januar ist der Widerstand der Arbeiter gebrochen, 3 Tage vor dem Doppelmord. Das Lied wurde alljährlich zum Jahrestag der Morde auf einem Demonstrationszug zur gemeinsamen Grabstätte Liebknechts und der Januarkämpfer gesungen. Die Versuche der Polizei dagegen einzuschreiten waren erfolglos. Das Büchsensteinlied und die Entschlossenheit der Arbeiter, ihrem Protest lautstarken Ausdruck zu geben, blieben stärker. Januar um Mitternacht, ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Und donnernd dröhnt die Artillerie, Spartakus hat nur Infanterie. Granaten schlagen bei ihm ein, die Noske Hunde stürmen Büchsenstein. Granaten schlagen um ihn ein, die Noske Hunde stürmen Büchsenstein. O Büchsenstein, o Büchsenstein, Spartakus sein heißt Kämpfer sein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Und wofür kämpft der Spartakist? Damit ihr's alle wisst. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. O Spree Athen, o Spree Athen, viel Blut hast du gesehen. In deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapfere Spartak. Blut. In deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapfere Spartakusblut.